Hallo und willkommen auf meinem Kanal 7 Tage Gaming. Ich bin der Stefan und wir spielen heute wieder No One Survived. Ja, ich stehe hier vor meiner Base. Ich habe es das letzte Mal gesagt, ich bin nochmal zum Händler gefahren und das zeige ich euch jetzt. Ich habe nämlich noch ein paar Tiere geholt. Oh. Ja, die Schweinchen rennen hier rum, die machen keine Spuren im Schnee. Ja, also ich habe jetzt hier im Stall kleiner Eber, Tierstatus 02, und ich habe zwei Ferkel, Tierstatus 02, und das neue Ferkel hat einen Tierstatus 01. Da müssen wir jetzt mal schauen, wie sich das alles entwickelt. Und hier haben wir ein kleines Huhn, kleiner Hahn, Tierstatus 04, und zwei Hühnchen. Also ich habe noch ein Hühnchen geholt und ich habe noch ein Mutterschaf geholt. Ich hoffe, das funktioniert alles so, wie ich mir das vorstelle. Ja, und die wachsen und gedeihen. Futter ist drin. Trinken ist auch noch drin. 4 Liter. Die trinken doch ein bisschen. Oh, kommen wir nicht vorbei an dem Huhn. An dem kleinen Huhn kommen wir nicht vorbei. Sieht man kaum im Schnee. Da ist es. Ja. Okay. Also, wir brauchen dafür Wasser und ich habe ja meine Base umgebaut. Und wie ich die umgebaut habe, das zeige ich euch jetzt. Also als allererstes habe ich hier so eine kleine Einfahrt gebaut. Das ist meine Unterstellmöglichkeit für die Fahrzeuge. Das andere lasse ich jetzt mal draußen. Das ist mir bloß im Weg. Ich fahre im Moment nur mit dem kleinen. So, den ersten Raum, den wir hier sehen und betreten können, das hier ist jetzt der Batterieraum. Da stehen die zwei Batterien. Und da habe ich extra dieses offen gelassen, damit ich auch von außen Zugriff habe. Und dann können wir mal reinschauen. Da werden jetzt die Batterien geladen. Im Moment läuft da nicht viel im Winter. Aber für mich reicht es im Moment für das bisschen, was ich Strom brauche. Das ist also Schmelzen. Da ist einiges angeschlossen. Und hier habe ich Kochen. Da ist auch einiges angeschlossen. Ja, die werden langsam geladen. So. Dann gehen wir mal rein. Machen wir mal die Tür hier zu. Dann habe ich hier diesen Bereich geändert. Das ist jetzt mein Schmelzbereich. Da habe ich den normalen Schmelzofen. Was ist da drin im Moment? Der macht nach wie vor Stahlbahn. Da brauche ich sehr viel. Da können wir wieder ein bisschen was rausnehmen und ins Lager legen. Hier ist nämlich mein Lager für das Ganze zum Einschmelzen. Also hier habe ich jetzt die Eisenbahn, Aluminiumbahn, Silberbahn, die Kohle und die Kupferbahn. Die restlichen sind noch frei, also da hätte ich noch Lagerplatz. Ja, und hier dazwischen habe ich jetzt reingestellt die Erze. Wenn ich sie sammle, tue ich sie kurz da rein. Und hier ist der produzierte Zement. Und hier sind die produzierten Ziegel, die ich verwende. Ziegel mache ich ausschließlich in diesem hier, da fehlt jetzt wieder Lehm. Steine sind noch drin, da kommt noch Lehm dazu. Hier mache ich im Moment die ganzen Klumpen, Silber, Eisen, was es so gibt. Klumpen verarbeite ich hier. Könnte ich eigentlich gleich mal wieder welche mitnehmen. So. Und hier mache ich normalerweise den Zement, den könnte ich auch mitnehmen. Aber da fehlt mir jetzt wieder der Kalkstein. Deswegen mache ich da im Moment Silber. Kalkstein, da müssen wir mal extra auf Kalkstein-Loot-Tour gehen. Oh, der Zement ist schwer, ja. So, den tun wir wieder da rein. Dann trinken wir einmal. Er braucht schon wieder was zum Trinken. So, und das legen wir dahin. Also meine Empfehlung, nehmt immer diese Klumpen mit, egal wo ihr sie findet. Man braucht wahnsinnig viel Material. So, jetzt könnten wir wieder... Schauen wir mal, was er macht hier. Kupfer. Eisen, Aluminium,
Silber bringen wir auch wieder zusammen. Sehr schön. Dann machen wir da wieder was. Ja, das hier ist meine Schmelzstation. Und hier habe ich so einen kleinen Wohnbereich eingerichtet mit einem Bett. Das Bett kann man auch zum Speichern benutzen. Hier habe ich einen Stuhl, da kann man sich mal hinsetzen und ein bisschen ausruhen und mal so in die Ferne gucken. So, das reicht, Bursche, aufstehen. Genauso wie hier die Couch, die kann man auch benutzen zum Hinsetzen. Kann man sich ein bisschen ausruhen. Foto machen. Ja, bin ich noch nicht ganz fertig. Dann habe ich hier eine Beleuchtung eingebaut. Da oben hängt eine, da hängt eine und da hängt eine. Und da habe ich den Lichtschalter hier hingemacht. Sieht man jetzt natürlich nicht, weil es Nacht ist, aber die brennen und macht schönes Licht. Und dann habe ich hier meine Lagerhalle. Habe ich lange umgebaut, bis ich drauf gekommen bin, wie ich oben am Dach die Solarplatten aufstellen kann. Aber so sieht es jetzt aus. Ich mache mal Licht. So sieht es dann aus mit Licht. Da ist also da hinten auch noch ein Raum. Und das ist mein ganzer Lagerraum hier. Hier ist alles untergebracht. Auto, Benzin. Hier die Batterien, die Autoteile, die jetzt sehr wichtig werden. Was habe ich da oben? Na, noch einen Reparatursatz. Hier die Waffen. Na, was habe ich da hinten? Werkzeugkoffer. Also Werkzeugkoffer habe ich ohne Ende. Das seht ihr ja hier. Und Batterien habe ich noch ein bisschen was. Motoren. Wandler. Hier ist Elektrozeugs. Da oben ist noch nichts drin. So, und dann habe ich hier die Kleidung. Da habe ich jetzt diesen Wanderrucksack rein. Da ist noch ein kleinerer. Ja, und hier dann die Werkzeuge. Sonstiges. Die Kiste da unten ist frei. Was haben wir denn hier? Gelernte Bücher, also Bücher, die ich nicht mehr lernen kann. Und Blaupausen oder Zeichnungen, die ich nicht mehr lernen kann, die ich schon gelernt habe. Die muss ich irgendwann mal verkaufen. Dann habe ich hier eine Kiste nur für die einfachen Teile. Hier habe ich eine Kiste für das, was ich noch lernen muss. Oder ja, brauche. Die habe ich noch nicht durchgeschaut. Hier noch ein paar einfache Teile. Ja, und hier ist das Solarzeug. 200 Watt, 50 Watt. Da ist nichts. Hier sind die Tiegel. Ja, da oben sind die Stoffe, Medizin ein bisschen. Und hier habe ich Bienenwaben. Komischerweise finde ich da auch keine mehr im Moment. Ja, und hier habe ich Essen. Da ist im Moment gar nicht mehr so viel drin. Komm, da haben wir uns einen rein. Den kochen wir gar nicht. Obwohl, einen könnte man eigentlich noch kochen. Habe ich hier meine Kochstation. Funktioniert alles super mit Strom. Schön gestampft. Und fertig ist das Essen. So, das knallen wir uns noch rein, dann sind wir da auch wieder voll. Bams. Ja, was habe ich noch? Die Kisten hier sind noch leer. Und hier habe ich jetzt mal was reingetan. Alles, was man so für ein Pflanzbereich braucht, aber ich habe noch kein Gewächshaus. Ja, das hier. Und man sieht schon, ich bin hier ein Fundament reingegangen und hier auch ein Fundament rein und habe dann das Dach gemacht. Hier ist auch die Beleuchtung, ja. Und alles auf Beton jetzt gemacht. War eine Schweinearbeit. Aber ich bin jetzt soweit fertig. Das hier ist dieser Lagerraum. Da könnte ich jetzt hier in der Mitte noch was aufstellen. So wie es eben hier stehen. Aber ich glaube, ich komme damit ganz gut zurecht. Dieser Raum bleibt. Da wird nichts mehr geändert. Also da müsste schon was Neues ins Spiel reinkommen, dass ich hier nochmal was ändere.
Es war, boah, die letzten 3 Tage sehr, sehr viel Arbeit. Aber es hat sich rentiert. Ja, und hier weiß ich noch nicht, es gibt halt nicht viele Möbel. Das ist ja das Einzige, was mir jetzt so eingefallen ist zum Aufstellen. Hier das Gleiche gemacht mit diesem Dach. Da könnte ich es noch machen, ich weiß nicht, aber da müsste ich jetzt wieder so viel umbauen, das kostet wieder so viel Material. Das lasse ich jetzt mal. Vor allem den Boden hier, den mittleren Boden könnte ich noch machen, aber hier wird es dann schon eng, ne? Da stürzt wieder alles ein. Möchte ich nicht. Ja, hier ist der Verarbeitungstisch. Und ja, ihr seht, hier diese Auto-Reparatursatz. Wenn man bauen will, braucht man 10 Autoteile. Also den, wenn man bauen will, braucht man 10 Autoteile. Dafür sind diese Autoteile da, für diesen Reparatursatz. Also nehmt sie immer mit, die könnt ihr wirklich brauchen. So, und jetzt möchte ich euch noch das Beste zeigen. Meine Solarpanel. Hier habe ich jetzt diesen Wassertank schon aufgebaut, der ist aber noch nicht angeschlossen. Hier ist die Werkbank für die landwirtschaftliche Werkbank. Da stelle ich mein Tierfutter her. Ja, ich hoffe, ich weiß nicht, wie lange das jetzt reicht. Ich habe erst seit ein paar Tagen die Tiere. Und da oben stehen jetzt meine Solarpanel. Und ich habe jetzt insgesamt 6 Stück. Ich habe 3 fürs Schmelzen und 3 fürs Kochen. Und da gehen wir jetzt mal rauf aufs Dach und schauen uns das Ganze mal an. Ich habe da hinten noch ein Gerüst stehen, da kann ich noch raufgehen. Das könnte ich auch irgendwann mal wegbauen, vielleicht mal eine Treppe hinbauen. So. Und so sieht es nämlich aus, die Dächer. Sogar das habe ich schon so gebaut, aha. Okay. Und deswegen habe ich hier eine Reihe Fundamente und dann dieses Spitzdach gebaut, damit ich eben hier auf diese Fundamente diese Solarpanel platzieren kann. Die sind hier platziert. Das ist einmal fürs Kochen. Und das müsste fürs Schmelzen sein. Schmelzen, ja. Und dann stehen die da hier oben. Und hier habe ich dann auch nochmal zweimal kochen und zweimal schmelzen. Kann ich hier vorbei? Ja. So, und das ist im Moment auch meine finale Version. Daran wird sich nichts mehr ändern. Schau mal, komme ich da runter? Genau, so sieht es aus. Dann habe ich hier noch einen Eingang gebaut ins Lager. Kommt man hier ins Lager rein? Hier kommt man vom Lager raus. Und hier habe ich noch meine Ressourcen, die beim Umbau vor allem angefallen sind, wie ich umgebaut habe jetzt auf Ziegel, kommt doch einiges am Material wieder zurück. Und die Bretter habe ich gemacht. Warum habe ich die eigentlich gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Aber sind sie da? Und ich schmeiße sie nicht weg, ich heb sie halt auf. Wer weiß, für was, dass wir die noch brauchen können. Ne? Hier sind Baumstämme. Hier sind die Äste. Brauche ich noch Äste? Nee. Okay. So sieht's aus. Meine umgebaute Base und so bleibt sie auch. Bis auf hier, also die Decke hier. Da muss ich nochmal schauen, was ich hier mit der Decke machen kann. Bin mir nicht sicher, ob ich die jetzt da rausnehme oder nicht. Ich weiß es nicht. Muss ich mal schauen. Vielleicht lasse ich es auch so. Halt, da ist wieder was fertig. Ja, fehlt immer. Wir brauchen unbedingt Kalkstein. So, unsere Mission ist jetzt. Wir haben jetzt dieses Tiergehege. Und dieses Tiergehege braucht ja erst einmal das Tierfutter und zweitens mal Wasser. Und wenn man da draufklickt, es ist mit einem Wasserspeicher verbunden. So. Jetzt haben wir aber hier einen Wasserspeicher. Den habe ich gebaut. Und wenn man da drauf geht, der braucht erst einmal Elektrizität. Den habe ich verbunden mit Schmelzen. Und der braucht eine Wasserquelle. Und Wasserquelle hat er keine. Und dafür müssen wir den Brunnen bauen. Und um den Brunnen zu bauen,
Schauen wir mal, brauchen wir den Bauhammer? Schauen wir mal, Brunnen, wo ist der drin? Der Brunnen, ich sehe ihn nicht. Einrichtung, Außenbereich. Da muss doch irgendwo hier, muss doch der Brunnen sein. Na, no, habe ich den gar nicht gelernt. Ja, genau. Schauen wir mal rein. Also, zeige ich nochmal meine Fertigkeiten. Da bin ich im Moment so weit, bis auf die Medizin. Die habe ich auf Stufe 4. Den Rest habe ich alles auf 5. Und bei der Waffenherstellung und so weiter, ja, das levelt sich halt langsam. Aber ich brauche es nicht. Feuerwaffen habe ich noch gar nicht so viel benutzt. Aber hier Technologie. Wir brauchen also den Brunnen. Und um den Brunnen zu erlernen, brauchen wir ein Bohrwerkzeug. Das Bohrwerkzeug habe ich erlernt und wir brauchen ein Bohrwerkzeug. Und das Bohrwerkzeug, das müssen wir jetzt herstellen. So, komm, mach zu. Das stellen wir jetzt mal her und das geht hier am Verarbeitungstisch oder Bearbeitungstisch. Halt, nimm mal den Bauhammer aus der Hand. Und zwar habe ich den ja erlernt, da ist er, Bohrwerkzeug. Und für das Bohrwerkzeug brauchen wir zweimal Stahlhacke. Die habe ich schon hergestellt, die zwei Stahlhacken. Und wir brauchen 10 mal empfindliche Teile. Gut, empfindliche Teile habe ich noch. Das sind da oben. Wir brauchen also 10. Oh, ich muss das Licht ausschalten. Das kostet nur... Nicht schließen. So, es kostet ja... Nur Strom. So, dann kommt die mal rüber. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das hier bauen können. Wir können es bauen, also herstellen. Produktionszeit 250 Sekunden. Also das dauert jetzt... Oh, jetzt ist es wieder ein bisschen hell. Das dauert ein bisschen. Schauen wir mal, hier haben wir schon wieder ein bisschen was. Halt, braucht der noch Kohle? Ah, der hat immer viel. Kommen wir noch was rein. Noch was rein. 1800. Ach, dann kriegt er noch eins. So, dann produziert der weiter. Dann können wir hier mal wieder einsortieren. Und was ist das? Kupfer. Kupferbarren. So. Und hier läuft durch, ja, der Rest vom Schützenfest. Den nehmen wir hier noch mit rüber. Braucht noch ein wenig. Dann müssen wir uns ja natürlich eine schöne Stelle suchen für den die Ferkel. Für den Brunnen. Ich weiß gar nicht, wie lange die brauchen, bis sie ausgewachsen sind. Schauen wir mal her. Hier startet das 02, 02. Ja, hallo? Kann man dich streicheln? Nein. Ja, ja. Sind denn die kleinen Hühner? Da ist es, der gelbe Fleck. Wahnsinn. Verschwinden voll im Schnee. Müsste ich ja direkt noch eine Halle drüber bauen, dass die ein bisschen geschützt sind. Das wäre vielleicht ein Projekt. Eine Halle rüber bauen. Oh. Dann werden sie nicht mehr so im Schnee. Na, schauen wir mal. Wo stellen wir jetzt den Brunnen am besten hin? Ich hätte dann halt gerne, ich weiß nicht, wie groß das ist, dann vielleicht hier. Oder hier im Anschluss. Oder vielleicht sogar da hinten in das Eck rein. Dann müsste ich das Gerüst abbauen. Hm. Ich muss da eigentlich nicht mehr rauf aufs Dach. Komm, bauen wir mal das Gerüst ab. So. Und schon haben wir wieder Material. Das tun wir gleich mal wieder ablagern.
Stöcke sind zwei übrig. Und hier der Rest. Gut. Und die Gewächshäuser, habe ich mir vorgestellt, dass ich die vielleicht hier reinbaue. Ich weiß es noch nicht genau, wie groß die sind. Und dass man dann hier den Brunnen reinmacht. Also mal gucken. So, wie sieht es denn aus mit dem Strom? Ja. Es dauert ewig. Selbst mit drei Solarpanels, es dauert echt ewig. Aber im Winter lädt die Sonne nicht so. Da fehlen noch Windkrafträder. So, der ist gleich fertig. Dann können wir nämlich den Brunnen lernen und dann schauen wir mal, was wir für den Brunnen alles brauchen. Ich hoffe, ich habe alles da. Fertig. So, nehmen wir mal dieses Bohrwerkzeug. Dann Brunnen lernen. Okay. Bauen mit einem Bauhammer. Sehr schön. Und jetzt schauen wir gleich einmal, wie groß der Brunnen überhaupt ist. So, wo ist er jetzt drin, der Brunnen? Der müsste doch eigentlich hier irgendwo sein. Oder im Außenbereich. Nee, Einrichtung. Auch nicht. Da ist er. Blanke, nochmal ein Bohrwerkzeug. Einfache Teile, Pflanzenfasern, Baumstamm. Okay. Oh, der ist gar nicht einmal so groß. Jetzt schauen wir mal, ob der da hinten noch irgendwo hinpasst. Wenn ich den hier drehe, bringe ich den da. Oh ja, den würde ich. Komm, da war es doch gerade grün. Nee. Das ist jetzt natürlich die Frage, weil der kostet sehr viel Material. Wo stellen wir den hin? Ich glaube, da war die andere Seite doch besser, ne? Auf dem Fundament geht er gar nicht. Der will also im Freien stehen. Dann würde ich den, komm, den drehen wir mal ein bisschen so. Dann würde ich den hier, zack, hinbauen. Also wir brauchen auf jeden Fall nochmal ein Bohrwerkzeug. Das geben wir gleich mal in Auftrag. Und für das Bohrwerkzeug brauchen wir diese zwei. Nochmal, wo ist es denn? Bohrwerkzeug brauchen wir diese zwei Stahlhacken. Und die Stahlhacke ist hier. Und da brauchen wir zweimal Holzstock. Aufteilen auf zwei. Also zweimal Holzstock. Und wir brauchen 6 Stahlbarren. Ich hoffe, ich habe noch welche. Ja, Stahlbarren, 6 Stück. Gut. Die kommen auch rüber. Und dann machen wir erstmal diese zwei Stahlhacken. 2 Stück. Und dann brauchen wir wieder die zwei. Was? 4? Warum braucht er jetzt 4? 20 empfindliche Teile? Nee, oder? Okay, der braucht 4. Gerade vorhin waren es doch noch 2. Also gut, dann brauchen wir nochmal 6. 5, 6. Oh oh. Braucht er jedes Mal mehr, wenn man einen baut? So. Nochmal 2. So. Stahlhacke. Nochmal 2. Gut. Und der braucht dann 20. Und das wird vielleicht jetzt ein Problem.
9, 18, boah. 20. Das wundert mich jetzt schon. Aber okay. Was tut man nicht alles für einen Brunnen? So, das ist in Auftrag, die vier Stahlhaken. Und dann machen wir jetzt hier weiter. Was braucht er noch? 9-mal Planke, 9-mal einfache Teile. 9-mal Planke. Gerade haben wir sie weggelegt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-mal einfache Teile. Das ist kein Problem, da hat die haben wir in Massen. Nehmen wir gleich mal die hier. So. Die tun wir jetzt gleich mal rein. Dann braucht er 5 Baumstämme und noch 2 Pflanzenfasern. 5 Baumstämme, Pflanzenfasern müsst ihr noch beim Tierfutter haben. Ja. So. Um 5 Baumstämme. Die haben wir auch. 1, 2, 3, 4, 5. Rein mit euch. So, dann fehlt nur noch das Bohrwerkzeug. Sehr schön. Okay, er macht die vierte. Aber ich habe doch gerade die Hälfte gebraucht für dieses Bohrwerkzeug. Jetzt zeigt er wieder die Hälfte an. Gerade hat er vier, das Doppelte angezeigt. Bin doch nicht blöd. Herstellen. Wahnsinn. Okay, nehmen wir mal die Koffer raus. Können wir wieder ein. Ich glaube, das Fahrzeug muss repariert werden. Nee, das ist, aber das, da tun wir eins rein. Und jetzt schauen wir mal bei dem hier. 91%, das geht eigentlich. Tun wir auch eins rein. Vorsichtshalber. Komm, geh hoch. Es wird wieder Nacht. Da können wir dann gleich mal unsere Beleuchtung ausprobieren. Naja, dann können wir mal zwei Stahlspitzhacken wegnehmen. Die heben wir auf alle Fälle auf. Und er macht das Bohrwerkzeug. So, dann schalten wir mal das Licht ein. He? Jetzt wird es dunkel. Zack. Und hier schalten wir auch das Licht ein. Zack. So, Werkzeuge sind da oben. Kriege ich die noch unter? Den kriege ich nicht mehr unter. Sagen wir, hier haben wir eine Spitzhacke. Die nehmen wir mit. Und die tun wir da rein. Sehr schön. Und dann tue ich nämlich hier meinen Speer weg. Den Stahlspeer, den tun wir dahin. Die tun wir runter. Und in der Zeit, wo das durchläuft, es dauert noch ein bisschen, holen wir uns. Sieht das nicht cool aus mit dem Licht? Da habe ich noch keine Beleuchtung hingemacht. Sieht auch so irgendwie mal hell aus, wenn was läuft. Okay. Aber das ist schon hell. So, machen wir hier mal die Tür. So, da zieht es rein. Dann machen wir hier wieder aus. Wir müssen Strom sparen. Und dann holen wir uns so einen Handwagen.
dir ist kalt, ich weiß. Aber wir brauchen jetzt noch ein bisschen Lehm, damit wir noch ein paar Ziegel machen können. Und vor meiner Haustür liegt doch genug. Steine können wir natürlich auch brauchen. Den hier machen wir gleich mal weg. Das ist die Nummer 2. Und ich mach's euch wieder ein bisschen heller. So. Hau drauf, meine Freund, hau drauf. Genau. Ja, ja, wie viel Grad haben wir denn? Minus 33 Grad. Oh, das ist sehr kalt. So, und hier noch. Hier haben wir auch noch einen. So, was haben wir hier? Stein. Ah. Silbererz. Da, 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 da. Okay. Ja, jetzt sind wir überladen. Na komm, dann schmeiß das Zeug da mal hinten rein. So, und weiter geht's. Nützen wir die Zeit, bevor wir den Brunnen bauen. So, und da holen wir uns noch ein bisschen Lehm. Ich würde sagen, dieses Bohrwerkzeug müsste jetzt eigentlich schon fertig sein. Ne? Ja, dir ist kalt, ich weiß. Wir gehen gleich wieder in dein neues Zuhause. So, und das nächste Mal auf alle Fälle, denn ich brauche noch sehr, sehr viel Kalkstein. Das nächste Mal würde ich sagen, machen wir eine große Loot-Tour Richtung meines Kalkstein-Hotspot-Platzes. Und da gehen wir rein und dann holen wir uns Kalkstein. So, steck mal deine Spitzhacke weg. Und dann schmeißen wir die Öfen an. Hoppla. So. Hier kommt der Lehm rein. Silber kommt hier rein. So, dann haben wir hier auch noch was. Hier rein. So, und dann machen wir noch ein paar Ziegel hier. Komm, die machen wir hier mal weg. 1, 36, 72, 3 mal. Gut. Und dann haben wir den hier noch. Den lassen wir natürlich auch brennen. Die kosten Gott sei Dank keinen Rohstoff. Ja, und fangen wir mal wieder hier an. 9 geht. 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 Und geht. Und geht. So, was haben wir? Ja, vorne wäre Kalkstein.
So, wie sieht's mit dir aus, mein Freund? Gut. Dann haben wir noch eins rein. Eisenbahren und Kupferbahren. So, und jetzt schauen wir mal, unser Bohrwerkzeug ist fertig. So, die Teile, die nehmen wir gleich wieder mit. Ja, ich weiß, die ist kalt. Jetzt schauen wir mal, habe ich noch... Was habe ich denn hier? Kältewiderstand plus 45. Mir fehlen noch Handschuhe. Hm? Handschuhe, da habe ich Handschuhe. Ausrüsten. So. Gut. Dann gehen wir mal raus zum Brunnen. Fertiggestellt. Trinken. Ziehen Sie einen Behälter. Ach so. Kann ich den jetzt voll machen mit sauberem Wasser? Oh ja. Komm, wir machen mal voll. Ich weiß gar nicht, wird der auch leer, der Brunnen? Waschen? Oh, auf 100% sofort. Okay, hier liegen noch Bretter. Gut. Ich würde sagen, den nennen wir jetzt Brunnen 1. Speichern. So, dann gehen wir jetzt an unsere Wasserstation. Unseren Wasserbehälter. Oder Pumpstation. Wasserquelle. Brunnen 1. Verbinden. Okay. Pumpen. Start. Speicherkapazität 10 Liter. Okay. Der macht den jetzt anscheinend auf 500 Liter voll. Ich hoffe, der Strom reicht soweit. Und jetzt gehen wir mal daher. Wasserzufuhr. Wasserzulauf. Wie kann ich jetzt... Speicherkapazität. Wie schließe ich die jetzt hier weiter an? Wasserzufuhr. Wasserzulauf. Also hier Wasserzulauf, verfügbares Sortiment, Wasserquelle, Elektrizität, Hauptmenü, Wasserzulauf. Oh, ich habe Malaria. Es ist kein sauberes Wasser. Aha. Habe ich noch ein Medikament? Ja. Aber es wird doch hier... Ah, schmutziges Wasser. Okay. Also aus dem Brunnen ist auch schmutziges Wasser. Verfügbares Sortiment. Brunnen 1. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, aber okay. Ich muss mein Wasser abkochen. Obwohl, jetzt habe ich ja noch Dreckiges drin. Na, jetzt schauen wir mal. Vielleicht, wenn der Wasserbehälter voll ist, dass dann irgendwas angezeigt wird, kann sein.
Schön, wie er das macht. Ist der Hammer. So, die Bretter legen wir aber weg. So, Türe zu. Sieht schon geil aus, der Lagerraum. Sollte ich vielleicht noch das große hier ein bisschen kleiner zumachen? Nee, was soll's. Wie sieht's denn aus mit unserem Strom? Wasser läuft noch. Okay, die Batterie ist leer. Da ist noch ein bisschen Energie drin. Okay, jetzt schauen wir mal, ob er schon voll ist. Jetzt bin ich gespannt, ob er sich ausschaltet. Hat sich also ausgeschaltet. Was ist jetzt das hier mit dieser Wasserzufuhr? Wasserquelle ist der Brunnen. Ich kann hier Wasserzufuhr. Muss ich irgendwie Rohre verlegen? Wasserzufuhr. Wasserzulauf. Wasserzufuhr. Okay, da schauen wir jetzt einmal in unseren Fertigungsbaum. Also hier ist der Brunnen. Filterkartusche. Für was brauche ich diese Filterkartusche? Jetzt passen wir auf. Ich habe ja eine. Irgendwo, wo habe ich denn die sonstiges? Da ist. Ich habe eine Filterkartusche. Brauche ich die hier? Geht die hier irgendwo rein? Nein. Kann ja nicht ausgerüstet werden. Okay. Dann wird er wahrscheinlich hier auch nicht reingehen. Nee. Okay. Schauen wir mal weiter in dem Fertigungsbaum. Was ist das hier? Konservenmaschine, die wollen wir nicht. Ich glaube, Wasseraufbereiter, da brauchen wir diese Kartusche wahrscheinlich. Wasseraufbereiter, aber das sieht doch aus, als ob ich da draus trinken kann. Empfindliche Teile 3. Aus dem könnten... Oh, jetzt ist es aber hell. Empfindliche Bauteile 3. Das haben wir ja noch. So, machen wir mal das zum Erlernen. Bestätigen. So. Holzkohle 3. Holzkohle habe ich gar keine. Holzkohle stellt man her. Hier im Ofen mit Baumstämmen. Eins, zwei, drei, vier. Dann machen wir halt einmal Holzkohle. Holzkohle. 5-mal. Bauen mit dem Bauhammer. Wo ist es denn, diese Wasserstation? Oh, wo ist da ist sie? Okay. Stellen wir denn die hin? Wir bauen sie frei. Könnten sie doch hier hinstellen, oder?
Bauen wir sie hier hin. Es braucht dann blanke Holzkohle. Oh, wir müssen mehr Holzkohle machen. Gummi, Plastik, Stahlbarren, Werkzeugkisten. Okay. Gummi, Plastik. Gummi, Plastik 20. Gummi 5. Gummi haben wir. Oh, und dann brauchen wir hier noch 4. Plastik braucht er 20, 19. 20. Und wie viele Werkzeugkoffer waren es? 1, 2, 3, glaube ich, ne? Jetzt schauen wir mal. Okay, empfindliche Teile braucht er noch 5. Die gehen drauf, da muss ich echt wieder sammeln. Zack, Blanken 5 und Holzkohle. Wir müssen mehr Holzkohle machen. Nehmen wir gleich noch ein paar mit. 1, 2, 3, 4, 5. Und Blanken wollte auch 5, ne? 1, 2, 3, 4, 5. So, erstmal rein mit dem Zeug hier. Zack. Und Holzkohle, Stahlbarren braucht er auch noch 5. So, die legen wir mal rüber. Holzkohle haben wir, machen wir aber nochmal. So, die kommt rein. Und 5 Stahlbarren, die glaube ich habe ich noch. 5. Und jetzt wird es langsam eng mit dem Stahlbahn. So, jetzt haben wir die Trinkstation. Ah ja, verwendet einen Wasserfilter. Gut. Wasserquelle 01. Nee. Wasserquelle 01. Moment mal. Das ist doch der Tank, oder? Der verbindet sich mit dem Tank. Es ist der 01. Wasserspeicher. Station. Dann nehmen wir den hier Wasser. Speicher. 1. Gut. Wasserspeicher 1. Wasserquelle, Wasserspeicher 1. Verbinden. Okay. Verwenden, trinken, waschen. Da ist jetzt ein Filter drin. Oh, der hat auch nur eine Lebensdauer. Okay, trinken. Waschen. Oh, der verbraucht sich schnell. Okay. Wasserfilter. Alles klar. Aber wir hätten hier Frischwasser und den Wasserfilter. Wo bauen wir den? Moment, schauen wir noch. Den haben wir noch nicht erlernt. Wir brauchen dafür 3x Holzkohle. Okay. 3x Holzkohle, Wasserfilter erlernt. Okay. Nee, das machen wir jetzt nicht. So. Den kann man bestimmt da drin machen. Da ist der Wasserfilter. Der braucht Stein und Holzkohle. Also das ist eigentlich nicht so schwer herzustellen. Steine haben wir noch. Holzkohle haben wir ja jetzt auch. Okay. Dann nehmen wir die gleich mal mit.
Und Stein ist das geringste Problem. Wo haben wir denn noch ein paar Steine? Komm, nehmen wir mal 10 mit. Stein ist nur eine Fleißaufgabe. So, und jetzt könnte man doch ein paar Kartuschen machen, oder? Ja. Gut. Machen wir 5 Stück. So, dann haben wir hier Frischwasser. Aber ich kann... Doch, Wasserentnahme. Schauen wir mal. Ich trinke jetzt einmal. Sauberes Wasser. Alles klar. Wir haben den Wasserspeicher. Okay. Aber warum kann ich jetzt das hier nicht verbinden? Das Wasserzulauf. Wasserzufuhr. Ich habe ja nichts anderes, ne? Gibt es hier sonst noch was? Ich habe doch hier alles erlernt. Okay, also Leute, das ist jetzt ein Aufruf an euch. Wenn ihr wisst, was ist denn das hier? Wenn ihr Kühlschrankzeichnung immer noch nicht gefunden. Wenn ihr wisst, Wasserzufuhr. Wenn ihr wisst, wie ich dieses Tiergehege anschließen kann an diese Wasserzufuhr, schreibt es mir doch bitte ausführlich in die Kommentare rein, so dass ich es auch verstehe, wie man sowas macht. Wasserspeicher, oder muss ich den Wasserspeicher hier direkt dran setzen oder so? Keine Ahnung. Also wer es weiß, wie es funktioniert, schreibt es in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Thema Wasser erledigt. Servus.